Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. Und das ist jetzt der Booster-Tester. Oh shit, ich hab Shift aktiviert. Naja, schneiden. Das ist also Booster-Tester. Safe. Ich bin heute wieder sehr gut drauf, wie immer halt. Und dann machen wir mal. Ja, da fehlt noch was. An meiner gute Rakete hängt immer ein paar Flügel dran, ne? Ein paar Flügel, ist immer wichtig. So, jetzt machen wir nochmal safe. Safe, blöd. Und ich habe wieder einen gemischten Dialekt. Okay, let's go. Anna. Und? Hallo, anwesend? Ich höre nichts vom Hund, das ist sehr interessant. Ach du Scheiße, ist das ein Koloss? Ich würde mal sagen, 3, 2, 1... Leck mich fett! Alter! Boah, die ziehen durch! Die sind auch extrem, aber die verbrauchen extrem viel Fuel. Krass! Bau was Dünnes, Schlankes und außenrum da welche mit riesen Tanks oben drauf. Das müsste funktionieren, oder? Das wäre ja voll krass, die Idee. Boah, ich habe gerade Ideen. Okay. Schauen wir uns den Wechsel an. 3, 2, 1. Zap, weg. Wir haben natürlich jetzt auch weniger Tanks dran. Wir nehmen sowas von an Geschwindigkeit. Ach, guck mal, ich kann die sogar steuern. Wie geil ist das denn? Das sind keine typischen Booster. Sind das Booster? Nee, das ist eine normale Engine. Ach, schau an. Ich könnte mit dem jetzt eiskalt wirklich in den Weltraum fliegen. Grütze, fix diese deutsche Sprache manchmal. Ey, jetzt sag mir nicht ernsthaft, dass ich... Wir sind erst nicht mal 20 Kilometer über dem Boden und sind fast aus der Atmosphäre raus. What? What? Aber schau mal, wie weit wir kommen mit den alten Dingern. Hallo? Jemand da? Keiner da? Ich setze mal wieder Kopfhörer auf. Problem ist, wenn ich diese Kopfhörer auf habe, ich habe hier solche schönen Studio-Kopfhörer, du hörst einfach mal eiskalt nichts. Okay, jetzt sind wir an der Grenze angekommen. Alter, das schaut so cool aus. Fallen wir die Zampf? Die sind gleichzeitig gezündet und trotzdem unterschiedlich schnell beim Fallen. So, wir fliegen, glaube ich, jetzt noch ein ganzes Stückchen nach oben. Auf 33 Kilometer. Oh, nice. Okay, und jetzt sinken wir wieder und dann müssten wir eigentlich in die Atmosphäre eindringen. Ich bin gespannt. Ich werde mal so ein bisschen rotieren anfangen. Einfach so, weil wir es können. Da, jetzt fangen wir an zu rotieren. Jetzt schießen wir nach unten. Oh. Oh. Wenn wir landen, wäre das voll nice. Mir fällt was dezent aus. Da unten ist ja das Kerbal Space Center. Prepare for crash! Hoppala! Hoppala! Oh! Oh! Alter! Das gibt's nicht! Alter! Was geht ab? Haben wir Meteoritennagel verursacht? What the fuck? Ist hier denn überhaupt irgendwas stinkt? Was ist denn das? Liftoff. Separation of Stage 3. Collided into Launch Pad. Ready to collide into... Collided.
Twinners collided to surface. Da alles collided to surface. Ich hab grad so ein Herzkasper bekommen. Return to Vehicle Assembly Building. Ah, nach der Folge muss ich mit dem Hund mal raus. Oh, okay. Oh, ich brauche eine neue Rakete. Okay. Wir fangen an mit dem Grundprinzip. Wir brauchen was Großes, was Fettes, was Heftiges. Was aber trotzdem nicht viel Zeugs sieht. Also Zeugs, ihr wisst schon, was ich meine, oder? So. Ihr wisst schon, was ich meine. Bedeutet, wir brauchen hier sowas. Und ich würde sagen, wir bauen hier einfach vier dran. Das ist sozusagen diese Landekapsel, die ich jetzt hier gerade baue. So. Und dann tun wir da oben drauf ein kleines niedliches blaues Nupsel. So, okay. Und unten dran, ja, unten dran, kommen jetzt, ja, die kleinen hier, die kleinen Fuzzi-Wuzzis. Weil wir haben ja jetzt hier so schöne große Landing-Slots, ne? Also, sie sind zwar nicht so groß, aber sie reichen tiefer als die anderen. Das ist schön. Und das ist schön. Weil so können wir jetzt auf Duna landen. Das wäre nicht mein nächstes Ziel. Duna zu bereisen. Und das hier sind ja die neuen. Ja, das sind die neuen. So cool. Weil ich glaube, ich tue da wirklich einen so drauf für den Notfall. Dass wir das notfalls abschleppen können. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also nicht das Abschleppen im Sinne von Frau abschleppen. Ihr denkt schon wieder so pervers, das gibt's doch gar nicht. Sondern im Sinne von natürlich abschleppen, wenn das Ding keinen Treibstoff mehr hat. Und wir jetzt schauen müssen, okay, wie komme ich mit dem Ding zurück? Bedeutet, wir machen hier mit jeweils eine Strut rein. Und eine Strut raus. Dann ist dieser mittlere Tank der Kompensations... Alter! Tank, der das kompensiert. So. Und wir haben was falsch gemacht. Und zwar kommt dazwischen ja natürlich noch erstmal ein Heat Shield. Ein Heat Shield, das ist das normale und das sind ja die neuen. Sind wir sowas dran, wollen schon einfach eiskalt doof aus. Nein, fix nicht. So, okay, sowas. Und, oh, ich hoffe, das funktioniert. Das könnte dezent blöd werden. Es kriegt Fallschirme dran. Ja, es kriegt Fallschirme dran. Fallschirme. Die waren unter der Utility, ne? Da, guck mal an. Da gibt's sogar welche. Ey! Was soll denn die Kacke? Hä? Hätte ich die da voll dran machen müssen? Geh mal weg. Typ. Ich muss ja da irgendwie die dran kriegen, ohne dass ich gleich alles kaputt mache, ne? Das ist ja die eher Herausforderung. So, passt. Jetzt sind sie da drin und wir brauchen unten eine Stage, die Couple Stage wollte ich jetzt beinahe sagen, Alter. Heute heißt wieder mit meiner deutschen Sprache hier. So, okay. Und dann kommt hier noch. Ach, jetzt, come on! So, und dann brauchen wir noch die hier. Mal, wenn ich die so packe, kriege ich die ja doppelt drauf. Hihihi. So. Und dann packen wir da oben auch noch ein paar drauf. Nein, andere Richtung. Wer ist der Hunsegewinsel? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wie krieg ich das jetzt wieder hingerichtet? Hä? Oh, jetzt hab ich's verkauft. Hoppala.
Aber der Hund bellt nicht, also glaube ich mal nicht, dass der raus muss. Solange er nicht bellt, mir doch scheißegal, was der macht. Hä? 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 Symmetry Mirror? What? What the? Ach du Scheiße! Okay, okay. Nächste Hürde überstanden. So, also das ist das Landemodul. Okay, okay, okay. Ach, das ist so anstrengend. Ich sag's, in meinem Kopf pochern tausende Ideen, bloß man muss jetzt genau diese herausfiltern, die fix nicht funktionieren. Bedeutet, das Ding soll auf Duna landen. Dann brauchen wir hier einen Decoupler. Hier unten auch einen Punkt. Und dann brauchen wir da eine kleine Stage. Also eine kleine Stage, würde ich sagen. So eine Mini-Wutzi-Stage. Wo wir eine kleine große Dings dran machen. Die sind ja eigentlich sehr effektiv und ziehen nicht viel. Ich sag heute wieder viel M, kann das sein? Und so M. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade so eine geniale Idee. Warte mal. Ich bin gerade aufgeregt. Wo ist das? Da. Service Bay. Ihr wisst, was ich vorhab, oder? Oh Gott, ich muss jetzt erstmal reingucken können. Mach mal auf. Hallo. Hallo? Das wird so schief laufen. Wir machen einfach in jeweils zwei. Ah, nee, scheiße, die müssen symmetrisch. Oh, scheiße, die müssen ja symmetrisch sein. Okay, Tanks. Das hier ist Tanks. Jawohl! Oh, scheiße. Ich muss jetzt in jeden einzelnen von diesen fucking Tanks dann Ding anpacken. Das wird lustig. Wie viel RCS haben wir jetzt in dem Scheißding drin? Informations? Ich hätte gern Informations über das, was ich da drin habe. Kriege ich die nicht? Hallo? Ich hätte gern ein paar Informations. Some little Informations here, please. Ich setze einfach hier ein paar Batterien reinhauen. Wer weiß, wie lange wir es auf der dunklen Seite aushalten müssen. Und dazu braucht man natürlich einiges an Batterien. Ich überlege mir gerade, wie viel das wohl sind, wenn ich das jetzt dann fertig mache. Also nicht so viel, wie ich sonst immer dabei habe. Alter, die Musik fängt von vorne an. Ich habe keine andere Musik, Mami. Ich habe bloß das eine Lied, das ich jetzt alle 3 Millionen Mal abspiele. Oh Scheiße. Ich hab einen Duck verpasst. Schade. So. So, okay. Da guckt ein Licht raus. Das geht gar nicht. Nein! Nein! Ich wollte doch nur das Licht weghaben. Aber jetzt kann ich das nochmal neu platzieren. Okay. Okay, jetzt brauche ich nochmal ein RCS-Tänkchen. Ein kleines RCS-Tänkchen. So, okay. Ich glaube, das müsst ihr erreichen. Ne? Da machen wir euch wieder zu. Close. 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 Und close. Dann würde ich sagen, schaust du schon mal nicht schlecht aus. Das ist die erste Stage von der Luna. Oder wie hieß das? Luna? Nee, Duna. Nee. Ich weiß es gerade nicht. Ah, wir hatten Mann und wir hatten Körben, Mann, Minus.
Ha. Ich wusste doch, dass das irgendwas mit M war. Minmus Fighter. Minmus Fighter. Das ist unser Minmus Fighter. Wir werden in der nächsten Folge dran weiterbauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.